Ärgerlich sein, ja, aber berechtigt sein, nein. Wenn man sich einredet, man ist nie ärgerlich, und das ist bestimmt keine Wahrheit. Aber dass man berechtigt dazu ist, ist auch keine Wahrheit. Das muss man auseinanderhalten können. Man muss in der Lage sein, einmal den Geist so zu verwenden, dass er nicht ständig von den Emotionen und den ganzen Ideen, die er hat, in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern mal ganz kühl und besonnen sich die ganzen Dinge anguckt, die in einem da herumspielen. Die relative Wahrheit ist die, die wir leben, tagtäglich. Ich stehe auf, ich gehe meinen Verrichtungen nach, ich habe Verantwortung, ich habe einen Job, ich mache meine Arbeit, ich mache sie gut, ich möchte Anerkennung, die anderen machen sie besser als ich oder schlechter, manchmal sogar genauso gut, selten. Und dann komme ich nach Hause und ich muss mich ausruhen und ich muss ein leichtes Leben haben. Das ist die relative Wahrheit, die natürlich nicht funktioniert. Sie hat ihre Momente. Sie hat Pausen von dem Nicht-Funktionieren. Und diese Pausen sind natürlich äußerst anerkannt und angenehm. Aber es sind einfach nur Pausen. Die ganze Sache auf dieser Ebene heißt in des Buddhas Sprache Dukkha. D-U-K-K-H-A. So ist es und so leben wir. Und mit diesem Dukkha, was der Buddha als die erste edle Wahrheit bezeichnet hat, nämlich dass Existenz Dukkha ist, auf dieser relativen Ebene versuchen wir irgendwie zurechtzukommen. Wir haben unendlich viele Ideen, wie man das Dukkha vermindern könnte oder nicht ganz so merken könnte wie sonst. Wir haben also als erstes immer natürlich, dass wir den Sündenbock suchen. Das ist der erste Schritt, den wir unternehmen. Und der zweite ist die Veränderung, dass wir uns körperlich verändern. Das heißt, weggehen von dem, was wir glauben, was uns Dukkha verursacht, woanders hingehen. Dass diese Unruhe und Rastlosigkeit, die ewige Bewegung, die überall zu finden ist, dieses Dukkha, das wir haben, treibt uns dazu an, dass wir andere Situationen, andere Menschen, sogar manchmal andere Länder suchen. Dass wir glauben, wenn wir reisen, dass wir dann dem Dukkha entkommen. In Wirklichkeit kriegt man nichts anderes wie Reisedukkha. Aber wenigstens ist es ein anderes als vorher. Da haben wir dann, also das ist eine Veränderung, die äußerliche Veränderung. Dann haben wir die Ablenkung. Und da sind wir natürlich sehr geschult, weil unsere Technik uns da sehr hilft. Ablenken, Knöpfchen drücken und es passiert irgendwas Neues. Da kann man Filme sehen, da kann man Neuigkeiten sehen und hören. Und es gibt alles Mögliche, was man da kann. Es gibt Menschen, die sämtliche Tageszeitungen lesen. Dann werden sie wenigstens von ihrem eigenen Dukkha abgelenkt und lesen nur das von anderen Leuten. Das ist natürlich extrem, alle Tageszeitungen. Aber es gibt sowas. Also da haben wir auch sehr viel Fähigkeiten dazu, uns abzulenken. Und wie gesagt, dann haben wir so Pausen zwischen dem Dukkha. Und da wir die Pausen dann mehr anerkennen
als das Dukkha, so glauben wir, dass wenn wir weiter so machen, wie wir bis jetzt gemacht haben, auf der relativen Ebene uns immer wieder ablenken, woanders hingehen, verändern und dass wir dadurch die Pausen vergrößern können. Und dass wir dadurch vielleicht eines Tages, wenn wir alle Sündenböcke losgeworden sind, sogar das Dukkha loswerden. Das hat noch niemand geschafft. Und da es jeder probiert und wir alle es auch schon probiert haben und es genau kennen, so sollte man sich darüber ganz klar werden, was dieser Versuch überhaupt bedeutet. Er ist ein Versuch, der nichts bringt. Das, was wirklich was bringen würde auf der Ebene, wäre, das Dukkha sogar in seiner ganz subtilen Form zu erkennen. Wir müssen nicht unbedingt uns gerade über jemanden geärgert haben oder Familienzwistigkeiten haben oder eine schmerzhafte Krankheit haben oder uns gerade den Fuß gestoßen haben. Nichts davon. Wir brauchen nichts davon, um Dukkha zu haben. Und das ist natürlich eine Wahrheit, die viel Erkennen braucht. Das ist die Übung. Das ist die Arbeit. Das bedeutet aber nicht, dass wir dadurch mehr Dukkha haben. Im Gegenteil. Weil des Buddhas erste edle Wahrheit sagt, dass Existenz Dukkha ist, also uns nicht zufriedenstellend, unbefriedigend, Kummer, Jammer, Leid, Schmerz, all diese Worte sind Dukkha, wird oft geglaubt, dass des Buddhas Lehre eine Lehre des Leids sei. Und da man ja sowieso schon genug von dem Dukkha hat, möchte man ja lieber was haben, was eine Lehre der Freude sei. Genau das ist die Lehre des Buddhas. Er will uns zeigen, dass das Dukkha, die Existenz, vollkommen durchwächst. Daher, dass wir dann in der Lage sind, eines Tages, es ganz zu akzeptieren. Es so zu akzeptieren, wie es ist, auf der absoluten Ebene und dadurch nicht mehr darunter zu leiden. Dukkha ist, aber wir brauchen nicht darunter zu leiden. Das ist des Buddhas Erklärung. Die absolute Ebene, auf der relativen Ebene, wo wir eben das Dukkha haben und darunter leiden und uns damit so beschäftigen in der Art, wie ich es erklärt habe, können wir nicht zu diesem Ziel kommen. Auf der absoluten Ebene schon. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt die relative Ebene verlassen können mit unserem Geist und uns nur auf die absolute begeben können. Das geht einfach nicht. Wir müssen nur wissen, dass in der relativen Ebene der Läuterungsprozess vor sich geht, der mit Wahrheit zu tun hat, mit erkanntem Erleben. Und dass dieser Läuterungsprozess uns eines Tages dorthin führt, wo wir die absolute Wahrheit erkennen können. Und auf dieser absoluten Ebene, wo natürlich Dukkha existiert, aber wir nicht darunter leiden, gibt es dann niemand mehr, der leidet. Sondern es ist einfach die Existenz. Um sich dorthin zu begeben, müssen wir die Wahrheiten untersuchen. Und bei den Wahrheiten untersuchen, die wir bis jetzt mit der ersten Ebene von unserer Läuterung besprochen haben, mit dem Selbsterkennen,
mit der Relativität, wo wir der Wahrheit des Dukkhas ausweichen wollen und wo wir dann nur ganz kurz und ansatzweise einmal die absolute Ebene erwähnen. Die Wahrheiten zu erkennen bedeutet, dass wir uns mit den vier edlen Wahrheiten von des Buddhas Erleuchtungsprinzip beschäftigen. Als der Buddha unter dem berühmten Bodhibaum in Bodh Gaya saß und nach der konzentrierten Meditation dass die Erleuchtung erlangte, hat er diese Erleuchtung in einem Kurzformel formuliert. In dieser Kurzformel ist seine ganze Lehre enthalten. Und sie enthält auch den Weg, um sich selbst zu diesem totalen Verminderung und Entfallen von allem Dukkha zu erziehen. Es bedeutet Selbsterziehung. Was wir gemacht haben bis jetzt in unserem Leben, sind viele Erziehungswege, wo wir Dinge gelernt haben. Aber jetzt ist es ein anderer Weg. Es ist der Weg, das Selbst zu erziehen. Und dieses Selbst hat so viele Eigenheiten und es hat so viele Wünsche und so viele Begierden. Und das ist die zweite edle Wahrheit. Die erste, dass jegliche Existenz von Dukkha durchdrungen ist. Von dem, was nicht total zufriedenstellend ist. Wir können einen Moment mal nachdenken, ob das stimmt. Was ist es in unserem eigenen Leben, was uns ständig, ohne Unterlass und ohne Schwierigkeit immer zufriedenstellt? Auf das wir immer zurückgreifen können, wo immer Glück und Frieden zu finden ist. Wir haben selbstverständlich Momente. Und diese Momente müssen wir dann wieder hervorbringen, müssen sie erneuern. Und da diese Momente auch nur kurzfristig sind, so ist eine der ganz wichtigen Wahrheiten, die wir daraus erkennen müssten, die Vergänglichkeit von allem, was existiert. Wenn wir, ich habe bereits das Wort erkanntes Erleben benutzt, wenn wir das erkannte Erleben wirklich in uns hätten, dann würde uns die Vergänglichkeit nicht nur ein Wort sein, sondern ein Gefühl. Und wenn wir das Gefühl hätten, dann würden wir der absoluten Wahrheit schon viel näher kommen. Zum Beispiel, jeder Atemzug ist zu Ende und ein neuer muss anfangen. Wenn unsere Atemzüge nicht total vergänglich wären, würden wir in 2 Minuten tot sein. Wer kümmert sich schon darum? Und wenn man es jemandem sagt, was ist die Reaktion? Naja, natürlich ist mein Atem vergänglich. Na und dann? Wo liegt die Wahrheit? Wo ist da eine Wahrheit zu erkennen? Jeder Gedanke, den wir je gehabt haben, ist verschwunden. Haben wir ihn aufgeschrieben, so ist es kein Gedanke mehr, sondern dann ist es ein Schriftstück. Jeder Gedanke ist weg.
Wie viele Gedanken haben wir schon in diesem Leben gehabt? Das ist unmöglich zu sagen. Wie viele Gedanken haben wir heute schon gehabt? Kann das überhaupt einer nachrechnen? Wo sind denn die alle? Sind alle verloren gegangen, ne? Alle weg. Na und? Und wie wichtig waren die? So wichtig, dass wir versuchen, danach zu leben. Obwohl sie sehr häufig nichts anderes sind als Ego-Bestätigung. Entweder auf der positiven oder negativen Seite. Und dennoch sind sie alle weg. Alle verloren. Wenn wir uns einmal das Erleben, was wir haben, wirklich erkennen würden, dann würden wir keinen Gedanken, den wir haben, mehr ganz wichtig nehmen. Das ist nur ein Gedanke, weiter gar nichts. Wenn dieser Gedanke hilfreich und liebevoll sein sollte und vielleicht wirklich jemand etwas bringen könnte, nur dann können wir ja ausführen. Aber wie viele davon sind schon so?